8 Minuten und 32 Sekunden. Reißt euch zusammen, Jungs. Hallo Sabine. Hallo Sabine. Hallo Schatz. Wir müssen unbedingt das Spiel sehen. Es hat schon angefangen. Fußball. Nicht böse sein, Schatz, ja? Dabei habe ich so schön gekocht. Wir wollten es uns doch heute gemütlich machen. Aber Schatz, das Spiel dauert doch nur 90 Minuten. Das ist doch niemals ein Elfmeter, Mann. Nie im Leben. Lass mal immer. Komm mal her. Komm, Schauspieler. Hier, ich bin dagegen uns. Du geh doch mal aus dem Bild. Setz dich mal hin. Mensch. Nie im Leben. Vor allem bei diesem Spiel schon voll auch unerklärlich, da noch ein Theater oder Zirkus zu machen. Oh nein, oh nein, nein, jetzt los, doch gar nicht, was ist denn jetzt los? Das klappt doch nicht wahr sein. Schrauben Sie hier schnell. Das kann nur ein Wackler sein. Karl-Heinz. Mein Gott. Sabine! Bei Stromschlag? Stecker raus. Bewusstlos? Atmung? Notruf? Herz-Lungen-Wiederbelebung? Das ist blind. Total wechselt er den nicht aus. Jetzt spiel doch endlich den Ball ab, wie lange dauert das? Hallo Schatz. Mit dir scheint es ja schon wieder ganz gut zu gehen. Sag mal, mein Rettungsengel, wie hast du mich eigentlich ins Leben zurückgeholt? Mund-zu-Mund-Beatmung. Echt? Dir zuliebe, mir zuliebe. Erste Hilfe. Nach § 34 der Straßenverkehrsordnung hat jeder an einem Verkehrsunfall Beteiligte, sich über die Unfallfolgen zu vergewissern, den Verkehr zu sichern und Verletzten zu helfen. Das Strafgesetzbuch besagt, dass wer bei Unglücksfällen nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und zumutbar ist, mit Haftstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden kann. Aber ungeachtet der rechtlichen Pflicht, gibt es nicht auch eine moralische Verpflichtung zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen? Erwartet nicht jeder wie selbstverständlich Hilfe, wenn er in akuter Not ist? Wir haben dazu einige Autofahrer befragt. Guten Tag, dürfen wir Sie ganz kurz was fragen? Stellen Sie sich vor Ihnen passiert ein Verkehrsunfall. Was würden Sie denn machen? Ich weiß nicht, weiterfahren. Kommt auf die Art des Verkehrsunfalls an, wenn es nur ein Blechschaden ist. Oder ob ein Verletzter dabei ist. Beim Verletzten würde ich natürlich Polizei und Notruf. Vor Ihnen passiert ein Verkehrsunfall und Menschen sind verletzt. Was würden Sie denn machen? Ich würde versuchen, diesen Menschen zu helfen, was in meinem Rahmen ist. Aussteigen und gucken, ob ich was tun kann. Und die Polizei rufen. Könnten Sie denn selbst erste Hilfe leisten? Da bin ich eigentlich überfordert, obwohl man ja mal diesen Kursus gemacht hat, aber da ja die Praxis fehlt, würde ich mir das also nicht wünschen, in die Lage versetzt zu werden, unmittelbar zu helfen, auch für den Betroffenen nicht. Ne? Würden Sie sich zutrauen, erste Hilfe zu leisten? So spontan eigentlich nein. Warum nicht? An was hapert es? Schon lange her, wo ich das gehabt habe, erste Hilfe. Ich weiß natürlich nicht genau, wie weit ich einem Menschen helfen kann und ihn damit vielleicht noch schädigen. Mehr schädigen als helfen. Also auf die Seite legen zum Beispiel, das wäre das Mindeste, was ich wüsste. Wann hatten Sie denn zuletzt Ihren letzten Erste-Hilfe-Kurs? Ich habe noch keinen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht. Könnten Sie denn selbst Erste-Hilfe leisten? Nein, nein. Warum nicht? Weil das, was ich mal gelernt habe, so den Kurs, den ich immer freiwillig mitgemacht habe, weiß nicht, vor 10 Jahren und so, traue ich mir das nicht zu, glaube ich, dass ich demjenigen, der da liegt, mehr Schaden zufüge, als ich gut machen könnte. Könnten Sie Erste Hilfe leisten? Ja.
Ich habe einen Führerschein noch nicht so lange. Also das könnte ich noch. Aber ich bin dafür, dass man das wiederholen muss. Also man verlernt eine ganze Menge. Soweit die Umfrage. Doch machen wir einmal die Probe aufs Exempel. Wie verhalten sich Autofahrer wirklich, wenn es darauf ankommt? Zu diesem Zweck haben wir hier eine Unfallszene nachgestellt und wollen nun mit der Kamera beobachten, was passiert. Dazu haben wir die Verletzte in den Unfallwagen gesetzt und eine Stunde die Reaktion der Vorbeifahrenden beobachtet. Verblüffend war, selbst ein Fahrradfahrer fuhr unbeirrt weiter. Von insgesamt 16 vorbeifahrenden Autos hielt nur ein Wagen an, um Hilfe zu leisten, und das, obwohl hier ein Mensch offensichtlich in akuter Lebensgefahr war. Das Ergebnis gibt Anlass zur Besorgnis. Warum helfen so viele Menschen nicht? Schätzen Sie die Situation falsch ein, oder ist es vielleicht die Angst der zur Hilfeleistung Verpflichteten, Fehler zu machen, wenn sie helfen? Der Erste-Hilfe-Lehrgang zum Führerschein liegt meist lange Zeit zurück. Vieles ist vergessen worden, aber Unsicherheit darf nicht der Grund sein, Unfallopfer vielleicht sogar sterben zu lassen. Diese Videokassette, die in Zusammenarbeit mit dem ADAC, dem Arbeiter-Samariter-Bund, dem Deutschen Feuerwehrverband, dem Deutschen Roten Kreuz, Sat1 sowie SEAT Deutschland entstanden ist, zeigt Ihnen neben den bekannten Soforthilfemaßnahmen auch die komplexe Unfallsituation und deren Bewältigung. Unfallsituationen, wie sie tagtäglich Realität auf unseren Straßen werden und wie man ihnen begegnet. Zielsetzung der insgesamt 4 sehr unterschiedlichen Unfallszenarien ist es, nicht nur die bereits erworbenen Kenntnisse in der Ersten Hilfe aufzufrischen, sondern auch deren Anwendung vertrauter und selbstverständlicher zu machen. Sehen Sie nun in unserem folgenden Film, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Eine junge Frau ist auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier und sie ist in Eile. Samstag, 24. April, 16.10 Uhr. Claudia Göhmann ist auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier. Sie ist spät dran und es wäre ihr peinlich, wieder einmal die Letzte zu sein. Nervös, gehetzt und unkonzentriert packt sie ihre Geschenke in den Wagen und macht sich auf den Weg. Um zur Feier zu kommen, muss Claudia Göhmann in den ca. 3 Kilometer entfernten Nachbarort fahren. Kurz hinter ihr befahren Herr und Frau Berger die gleiche Straße. Wie weit ist es denn noch? Wir müssten jeden Moment da sein. Vielleicht noch 2 Kilometer oder so. Für Claudia Göhmann wird die Zeit knapp. Sie fährt mit überhöhter Geschwindigkeit. Aber was soll schon passieren? Die Straße ist trocken und es herrscht wenig Verkehr. Doch plötzlich verliert sie die Gewalt über ihr Fahrzeug. Du sieh mal, da vorne ist was passiert. Kannst du was erkennen? Da ist ja noch jemand drin. Wenn Sie einen Unfallort als Erste erreichen, halten Sie bitte an und schauen Sie, ob Sie helfen können. Was machen wir denn jetzt? Verschaffen Sie sich möglichst schnell einen Überblick. Überprüfen Sie, ob akute Gefahr für den Verunglückten besteht. Gott sei Dank, sie lebt. Wir müssen einen Rettungswagen holen. Hol erstmal das Warndreieck. Sichern Sie die Unfallstelle. Kommt schon jemand. Stellen Sie ein Warndreieck auf und beziehen Sie, wenn möglich, weitere Personen in die Hilfeleistung mit ein. Was ist passiert? Da vorne war ein Unfall. Die Frau ist verletzt und bewusstlos. Können Sie einen Rettungswagen holen? Okay, mache ich. Benachrichtigen Sie den Rettungsdienst unter der Rufnummer 112 bzw. der örtlichen Notfallnummer. Kontrollieren Sie die Atmung und den Puls. Überstrecken Sie den Hals der Verletzten und öffnen Sie ihren Mund. Ist sie noch bewusstlos? Ja. Ich glaube, wenn jemand bewusstlos ist, muss man ihn rausholen. Es geht nicht. Sprechen Sie das Unfallopfer an. Hallo? Hören Sie mich? Sie haben einen Unfall gehabt. Machen Sie sich keine Sorgen, es kommt alles wieder in Ordnung. Ich hole den Verbandskasten. Leisten Sie Erste Hilfe.
Aber retten Sie verletzte Fahrzeuginsassen nur bei akuter Gefahr oder Bewusstlosigkeit aus Ihrem Pkw. Wirken Sie beruhigend ein. Wir verbinden jetzt erstmal die Kopfwunde. Das kommt alles wieder in Ordnung. Ganz ruhig bleiben. Bevor Sie mit einer Wunde in Berührung geraten, schützen Sie sich selbst durch das Überziehen von Einmalhandschuhen. Schwach blutende Verletzungen können Sie mit einer Wundauflage versorgen, die Sie mit einem Pflaster oder einer Mullbinde befestigen. Wunderbar. Es wird alles in Ordnung. Ganz ruhig bleiben. Vor allem bewahren Sie Ruhe und wirken Sie beruhigend auf den Verletzten ein. In der Regel erreichen die Rettungswagen die Unfallstelle in wenigen Minuten. Geben Sie dem eintreffenden Rettungspersonal eine kurze Schilderung der Unfallsituation. Glück im Unglück für Claudia Göhmann, dass Herr und Frau Berger wussten, was zu tun war. Doch fassen wir die richtigen Verhaltensweisen noch einmal kurz zusammen. Denken Sie an Ihre eigene Sicherheit. Sichern Sie zunächst sich selbst. Wenn Sie erste Hilfe leisten, stellen Sie Ihr Fahrzeug so ab, dass es den nachfolgenden Verkehr nicht behindert. Betätigen Sie Ihre Warnblinkanlage. Stellen Sie in ausreichender Entfernung, das sind bei schnellem Verkehr etwa 100 Meter, ein Warndreieck auf. In Kurven und vor Bergkuppen stellen Sie möglichst ein zusätzliches Warndreieck vor das Sichthindernis. Verschaffen Sie sich einen Überblick über das Unfallgeschehen. Benachrichtigen Sie einen Rettungswagen. Veranlassen Sie gegebenenfalls andere Autofahrer zur Mithilfe. Prüfen Sie Bewusstsein, Atmung und Puls. Überstrecken Sie den Hals des Verletzten. Retten Sie das Unfallopfer nur bei akuter Gefahr aus dem Fahrzeug, zum Beispiel bei Feuer- oder Brandgefahr oder wenn das Unfallopfer bewusstlos ist. Wirken Sie durch Zureden beruhigend auf den Verletzten ein. Versorgen Sie leicht blutende Verletzungen durch Abdecken oder Anlegen eines Verbandes und benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Einmalhandschuhe. In Deutschland passieren jedes Jahr rund 395.000 Verkehrsunfälle mit Personenschäden. Mehr als 131.000 Mal wird Hilfe in akuter Not erforderlich. In mehr als 10.600 Fällen kommt leider jede Hilfe zu spät. Sollte es einmal nötig sein, dass Sie helfen müssen, so zögern Sie bitte keinen Moment. Helfen Sie, so gut Sie können. Wie wichtig es ist, sich einen Überblick über die gesamte Unfallsituation zu verschaffen, macht der nächste Beitrag deutlich. Denn da wird, und das ist leider keine Seltenheit, beinahe jemand übersehen. Familie Heise macht einen Ausflug zum Tierpark. Ja, ich glaube, da müssen wir rechts. Wo? Da vorne? Ja, ich meine hier die nächste rechts. Bin mir aber nicht ganz sicher. Papa, sind wir gleich da? Ja, wir sind gleich da schon. Ein paar Minuten, ja? Okay. Fahr bitte nicht so schnell. Doch Herr Heise überhört die Warnung seiner Frau und beschleunigt noch. Oh, Schatz, bitte. Was macht ihr denn da? Zu spät. Er reißt das Lenkrad herum, der Wagen kommt in Schleudern. So endete der Sonntagsausflug der Familie Heise. Der Wagen hatte sich mehrfach gedreht, Frau Heise wurde aus dem Auto geschleudert, sie liegt regungslos auf dem Rasen. Zufällig ist ein Helfer bereits zur Stelle. Er läuft zum Unfallwagen und den Verletzten. Wenn Sie in eine derartige Situation geraten, ist es wichtig, dass Sie Ruhe bewahren, sich zuerst einen Überblick über die gesamte Unfallsituation verschaffen und schnellstmöglich weitere Personen zur Mithilfe veranlassen. Rufen Sie einen Rettungswagen. Ja, was ist denn passiert? Schwerer Autounfall, zwei Verletzte, beide bewusstlos. Ja, jetzt sofort anrufen. Kleinen Moment. Wenn Sie einen Notruf abgeben müssen, nennen Sie Ihren Namen und bewahren Sie Ruhe. Ja, ADAC Menzler, ich wollte einen Unfall melden. Dann denken Sie bitte an die 5 Ws. Das erste steht für, wo geschah es? Am Tierpark Mergelteichstraße. Das zweite W steht für, was ist passiert? Ein schwerer Unfall, Fahrzeug ist in die Böschung gefahren.
Das dritte W steht für wie viele Verletzte gibt es? Zwei Verletzte. Das vierte W steht für welche Arten von Verletzungen gibt es und sind Opfer eingeklemmt? Kann ich im Moment nicht sagen. Ein Fahrer ist eingeklemmt, so wie ich das sehen kann, und eine Fahrerin liegt neben dem Fahrzeug. Das fünfte W steht für warten auf Rückfragen. Es bezieht sich um ein Fahrzeug. Beenden Sie also niemals von sich aus das Gespräch. Bleiben Sie so lange in der Leitung, wie es die Notrufleitstelle wünscht. Denn oft sind weitere Rückfragen erforderlich. Fassen wir zusammen. Die 5 Ws stehen für: Wo geschah der Unfall? Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Welche Arten von Verletzungen gibt es und sind Opfer eingeklemmt? Warten auf Rückfragen. Sichern Sie die Unfallstelle so schnell Sie können durch Aufstellen eines Warndreiecks ab und denken Sie daran, zuvor Ihr Warnblinklicht einzuschalten. Dann laufen Sie zum Unfallort zurück und verschaffen Sie sich einen Überblick, wo Ihre Hilfe am nötigsten ist. Ich krieg die Wagentür nicht auf. Ja, warte, klar. Lässt sich eine Tür nicht öffnen, benutzen Sie notfalls irgendeinen Gegenstand, der als Hilfsmittel geeignet ist. Stellen Sie gegebenenfalls den Motor ab, lassen Sie den Schlüssel im Zündschloss stecken. Ich den Gurt nicht raus, hol eben Messer. Benutzen Sie, um den Sicherheitsgurt zu öffnen, gegebenenfalls ein Messer oder eine Schere. Können Sie mich hören? Sprechen Sie den Verletzten an. Hallo. Ist er noch bewusstlos? Ja. Dann müssen wir ihn rausholen, ich will den Gurt eben durchschnallen. Gehen Sie bei der Rettung Verletzter besonders umsichtig vor. Achten Sie darauf, dass Sie keine weiteren Verletzungen verursachen. Umgreifen Sie den Betroffenen von hinten und ziehen Sie ihn zu sich herum. Legen Sie einen Unterarm des Verletzten vor dessen Leib und fassen Sie ihn dann mit beiden Händen, indem Sie die Achselhöhlen des Sitzenden durchfahren. Verlagern Sie Ihr Gewicht nach hinten und ziehen Sie das Opfer heraus. Erreichen Sie einen Unfallort, halten Sie bitte an und helfen Sie, auch dann, wenn schon jemand Hilfe leistet. Falls Sie von den bereits anwesenden Helfern keine anderen Instruktionen bekommen, kümmern Sie sich zuerst um Verletzte, die noch nicht versorgt werden. Sprechen Sie den Betroffenen an. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Was ist denn? Sie hatten einen kleinen Unfall, aber es ist nichts passiert. Hallo, haben Sie eine Decke? Wir haben noch eine Decke im Wagen, ich hole sie eben. Ja. Ich kümmere mich um Ihren Arm, es ist nichts passiert. Wenn möglich, legen Sie Bewusstlose auf eine Decke und, wenn Atmung vorhanden, bringen Sie sie in die stabile Seitenlage. Versorgen Sie Schnitt- oder Schürfwunden mit einer Wundauflage. Bei einer bedrohlichen Blutung wird durch Hochhalten des betroffenen Körperteils die Blutung vermindert. Nach Auflegen der Wundauflage müssten Sie hier ein Druckpolster, zum Beispiel eine Mullbinde, auflegen und durch weitere Bindegänge fixieren. Bei Brüchen darf diese Maßnahme nicht angewendet werden. Dann nur ruhig liegen, es wird alles besser. Wo ist Christine? Mein Gott! Wer ist Christine? Meine Tochter! Mein Gott, sie muss noch im Auto sein. Guck du im Wagen nach! Da ist noch ein Kind im Wagen, helfen Sie mir bitte! Bedenken Sie bei der Rettung aus dem Kindersitz, dass es verschiedene Sitztypen gibt. Zur schnellen Befreiung von kleinen Kindern drücken Sie jedoch stets den roten Punkt des Hosenträgergurtes. Dieser ist immer an zentraler Stelle vor der Brust der Kleinkinder angebracht. Größere Kinder werden ganz normal über Druckmechanismus am Verschluss des Sicherheitsgurtes befreit. Treffen Notarzt und Rettungssanitäter ein, erstatten Sie kurz Bericht über die Anzahl der Verletzten und die Arten der Verletzungen. Stehen Sie für weitere Fragen zur Verfügung. Die Frau hat eine Verletzung hier am Arm. Ja? Das Kind ist klein passiert? War noch im Wagen drin. Die haben wir gerade erst rausgeholt. Die wussten nicht, dass sie im Wagen liegt. Haben wir noch nicht feststellen können. Ja? Unterstützen Sie die Rettungsarbeiten, indem Sie die Anweisungen der Sanitäter beachten. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Rettungsarbeiten nicht behindern und sorgen Sie gegebenenfalls dafür, dass ausreichend Platz zur Verfügung steht. Wenn es notwendig ist, betreuen Sie die Verletzten weiter.
Das war ein Beispiel für eine optimale Erste Hilfe am Unfallort. Leider läuft es aber nicht immer so ab. Deswegen wollen wir uns noch einmal Schritt für Schritt vergegenwärtigen, in welcher Art und Weise hier Erste Hilfe geleistet wurde. Denken Sie zunächst an Ihre eigene Sicherheit. Stellen Sie Ihr Fahrzeug so ab, dass es keine Gefahr für den nachfolgenden Verkehr darstellt. Sichern Sie die Unfallstelle durch Aufstellen eines Warndreiecks in angemessenem Abstand. Schalten Sie Ihr Warnblinklicht ein. Veranlassen Sie einen Notruf. Denken Sie an die 5 Ws. Wo geschah der Unfall? Was ist passiert? Wie viele Verletzte gibt es? Welche Arten von Verletzungen gibt es und sind Opfer eingeklemmt? Warten auf Rückfragen. Retten Sie bewusstlos oder nicht ansprechbare Personen aus Ihrem Fahrzeug. Bringen Sie gerettete Personen in ausreichendem Abstand zu Ihrem Fahrzeug. Denken Sie an eine mögliche Brandgefahr. Doch keine Angst, Autos explodieren nur in Krimis. Kümmern Sie sich um alle Unfallbeteiligten. Delegieren Sie notfalls die Betreuung an andere Personen. Achten Sie auch darauf, ob sich im Fond noch Personen befinden. Besonders Kinder werden oft übersehen. Wenn Atmung vorhanden ist, bringen Sie den Verletzten in die stabile Seitenlage. Versorgen Sie Wunden mit Hilfe Ihres Kfz-Verbandkastens. Beruhigen Sie Verletzte durch tröstenden Zuspruch. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland mehr als 90.000 Menschen an Herzversagen. Fast die Hälfte der Betroffenen könnte bei sorgfältiger Erster Hilfe gerettet werden. Gerade bei Herzversagen ist schnelle Hilfe dringend erforderlich. Denn bereits 4 Minuten Kreislaufstillstand oder besser gesagt 4 Minuten Sauerstoffmangel verursachen im Gehirn einen bleibenden Schaden. Was Sie in einer solchen lebensbedrohlichen Situation tun können, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Wie jedes Wochenende arbeitet Herr Frische auch heute wieder in seinem Garten. Gartenarbeit ist seine große Leidenschaft. Doch heute ist es anders als sonst. Er hat immer wieder leichte Schmerzen im linken Arm und von Zeit zu Zeit verspürt er einen stechenden Schmerz in der Brust. Glück für ihn, dass gerade in diesem Moment der Nachbar nach Hause kommt, denn was Herr Frische nicht wahrhaben wollte, mit den stechenden Schmerzen kündigte sich ein Herzinfarkt an. Mein Gott, Herr Frische, was ist passiert? Hallo, helfen Sie mir, hier ist was passiert. Was ist denn passiert? Ich weiß auch nicht, er ist einfach zusammengebrochen. Ist er bewusstlos? Ja, er hat sich auch bei seinem Sturz an die Brust gefasst. Ich glaube, er hat einen Herzanfall. Atmet er noch? Was ist denn mit seinem Puls? Wir müssen ganz schnell was tun. Ja, aber was? Woran erkennen Sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand? Es müssen 2 Bedingungen vorliegen. Erstens, der Verletzte ist nicht bei Bewusstsein. Und zweitens, weder Atmung noch Puls sind vorhanden. Die Gefahr, die dem Verunglückten in dieser Situation droht, ist der Tod durch Sauerstoffmangel. Schnelle Hilfe ist also geboten. Was zu tun ist, erfahren wir jetzt. Zunächst einmal haben wir die Bewusstlosigkeit festgestellt und danach müssen Sie sofort die Atmung kontrollieren. Sie überstrecken den Kopf und gehen ganz nah an Mund und Nase. Es ist keine Atembewegung, keine Atmung feststellbar. Sie beatmen. Zweimal. Kontrollieren jetzt den Halspuls. 5 Sekunden auf einer Seite und 5 Sekunden auf der anderen Seite. Kein Halspuls feststellbar, also Kreislaufstillstand. Sie öffnen die Kleidung. Suchen jetzt den Druckpunkt, in dem Sie am Rippenbogen entlang zu diesem Rippenwinkel kommen, 2 Finger daneben, den Handballen der anderen Hand daneben setzen, die zweite Hand drauf und jetzt drücken Sie auf den Brustkorb. Mal, lassen los und gehen wieder zum Kopf. Wir atmen 2 Mal, gehen wieder zurück zum Druckpunkt und
15 Mal. Und wieder 2-mal beatmen. Das machen Sie 4-mal, dann ist eine Minute vorbei und kontrollieren dann wiederum den Halspuls. Ist kein Halspuls tastbar, dann beginnen Sie mit der Übung neu. Über eine 500.000 Verletzte bei Verkehrsunfällen pro Jahr, 130.000 davon schwer. Aber nicht immer sind Autofahrer die Unfallopfer. Das schwächste Glied in der Verkehrsteilnehmerkette sind die Fußgänger und hier ganz besonders die Kinder. Warum gerade diese Schilder besonders ernst zu nehmen sind, erfahren Sie in unserem nächsten Filmbeitrag. Ein schnelles Cabriolet, sommerliches Wetter und laute Musik. Traum vieler junger Menschen, doch oft auch Verhängnis. Eine häufige Ursache für brenzlige Situationen oder Unfälle ist das Autoradio. Insbesondere die Suche nach störungsfreien Sendern oder der richtigen Musikkassette lenkt die Aufmerksamkeit des Fahrers oft vom Verkehrsgeschehen ab. Kinder sind die schwächsten, oft aber auch unvorsichtigsten Verkehrsteilnehmer. Viele tausend verunglücken jährlich im Straßenverkehr, weil sie Situationen und Gefahren falsch einschätzen. Komm, Lara, schnell, komm! Ich kann nicht dazu. Ich bin sofort für den Wagen gelaufen. Verdammte Raserei! Polizei! Nicht immer kommt, wie hier, zufällig ein Streifenwagen vorbei und kann die Unfallstelle vorbildlich absichern. Erreichen Sie den Unfallort, schalten Sie vor dem Verlassen des Fahrzeugs Ihr Warnblinklicht ein. Nur so können Sie sich und die Unfallstelle absichern. Das Bein hier ist kaputt, glaube ich. Hast du dolle Schmerzen auch? Pass mal auf, kannst du mal eben über Funken Rettung... Sollte sich der Unfall in der Nähe der Wohnung des verletzten Kindes ereignen, schicken Sie unverzüglich jemanden, eine dem Kind vertraute Bezugsperson zu holen. Mama oder zu Papa, schürz mal nach. Und die sollen dann jemand zur Unfallstelle kommen. Ja, machst du das? Retten Sie verletzte Personen von der Fahrbahn, wenn der fließende Verkehr eine Bedrohung für den Verunglückten darstellen kann. Wägen Sie vor einer solchen Rettungsaktion ab, ob diese Hilfe dem Unfallopfer auch wirklich nützt. Denn bei einem Knochenbruch verursacht jede Bewegung enorme zusätzliche Schmerzen. Das heißt, auf einer wenig befahrenen Straße kann es auch sinnvoll sein, die Verletzte an Ort und Stelle liegen zu lassen. Liegt ein Knochenbruch beispielsweise am Bein vor, stellen Sie die Bruchstelle ruhig. Umlagern Sie sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes mit Decken oder Kissen. Stützen Sie das Bein mit Taschen oder Steinen. Lassen Sie ansonsten alles, wie Sie es vorfinden. Dies gilt auch für den Fall von Prellungen, Stauchungen oder Zerrungen. Gerade wenn es sich bei den Unfallopfern um kleinere Kinder handelt, ist es wichtig, so schnell wie möglich einen Elternteil oder eine dem Kind nahestehende Person an den Unfallort zu holen, denn insbesondere Kinder brauchen besonderen Zuspruch, wenn sie verletzt sind. Treffen die Rettungssanitäter ein, so gilt auch hier. Verschaffen Sie den Sanitätern einen kurzen Überblick über vorhandene Verletzungen und besondere Auffälligkeiten, wie Übelkeit, Schwindelgefühle, Kopfschmerzen, Atemnot, Schockzustand und so weiter. Dann machen Sie gegebenenfalls Platz für die Rettungssanitäter, sorgen Sie dafür, dass die Retter möglichst ungestört arbeiten können und nicht durch Schaulustige behindert werden. Für den Fall, dass der Rettungswagen nicht so schnell am Unfallort eintrifft wie in unserem Beispiel, kümmern Sie sich um kleinere Verletzungen und versorgen Sie offene Wunden mit einer Wundauflage, die Sie mit einem Verband oder einem Pflaster befestigen. Denken Sie auch an die unfallbeteiligten, nicht verletzten Kinder. Kümmern Sie sich um sie. Und nicht zuletzt, auch der Unfallverursacher kann unter Schock stehen. Überlassen Sie den Verletztentransport in jedem Fall dem ausgebildeten Rettungsdienst, denn ein Behelfstransport im eigenen Pkw kann zusätzliche Schäden verursachen. Die Beine ein bisschen auseinander. Ja.
Auch in diesem nachgestellten Fall hat das Opfer Glück gehabt. Leider ist dies in der Realität, wie die Erfahrungen und die Statistiken zeigen, oft anders. Bitte denken Sie also daran, Sie können helfen, die Überlebenschancen von Opfern zu steigern. Deswegen wollen wir uns auch hier die wichtigsten Momente und Reaktionen aus unserem Unfallgeschehen noch einmal vergegenwärtigen. Fahren Sie, wenn Sie dieses Zeichen sehen, immer mit erhöhter Aufmerksamkeit. Kinder schätzen eine Verkehrssituation häufig falsch ein und sind deshalb in ihren Absichten und Reaktionen unberechenbar. Seien Sie bremsbereit. Denken Sie auch in schwierigen Situationen stets an die Absicherung der Unfallstelle. Sie sichern damit nicht nur sich selbst, so warnen Sie auch die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer. Schalten Sie also unverzüglich Ihr Warnblinklicht ein. Retten Sie die verletzte Person nur dann von der Fahrbahn, wenn der fließende Verkehr eine Bedrohung für den Verunglückten darstellt. Knochenbrüche verursachen starke Schmerzen. Vermeiden Sie daher jede überflüssige Bewegung, stellen Sie die Bruchstelle ruhig. Betreuen Sie auch die nicht verletzten unfallbeteiligten Kinder. Denken Sie nötigenfalls auch an den Unfallverursacher. Überlassen Sie den Transport von Verletzten dem ausgebildeten Rettungsdienst. Dass bei Regen, Schnee, nasser oder glatter Fahrbahn, sogar bei einsetzendem Nieselregen oder steigender Frostgefahr mit besonderer Vorsicht zu fahren ist, liegt auf der Hand. Hier können Sie sich nur durch defensives Fahrverhalten schützen. Das heißt, halten Sie größere Sicherheitsabstände ein als nötig, fahren Sie vorausschauend, reduzieren Sie die Geschwindigkeit. Jeder Autofahrer weiß, dass sich bei widrigen Wetterumständen der Bremsweg um viele Meter verlängert. Gerade aber, wenn diese offensichtlich schlechten Fahrbedingungen nicht vorherrschen, fühlen sich viele Autofahrer sicher, fahren schneller als erlaubt und riskieren oft für wenige Minuten Zeitersparnis ihr Leben. Nicht selten sogar, ohne dass sie es wissen. Sie fahren zu schnell, unterschreiten den Sicherheitsabstand oder überschätzen einfach ihre Reaktionsschnelligkeit bzw. ihr Fahrkönnen. Jedes einzelne Falschverhalten aber kann sehr schnell zu Unfällen führen, die Leben gefährden. Zu oft auch Leben kosten. Eine der häufigsten Unfallursachen im Straßenverkehr ist überhöhte Geschwindigkeit. Der will nicht, Herr Waren, aber das schaffen wir schon noch, keine Bange. Das Ehepaar Hummel ist spät dran, will aber noch vor Ladenschluss Küchenmöbel aussuchen. Auch Ludger Knöfels hat es eilig, er will pünktlich zum Training kommen. Guck mal eben. Aber lass mich mal fahren, ja. Zeitdruck macht leichtsinnig. Nichts von dem herannahenden Unglück ahnend, viel zu schnell und viel zu dicht hintereinander rasen beide Wagen über die Landstraße. Auf der Gegenspur fährt Dirk Eisfeld. Er hat sich in letzter Zeit zu viel zugemutet. Der Stress und die Hektik heute fordern ihren Preis. Der stechende Schmerz in der Brust wird immer stärker. Er verliert die Kontrolle über seinen Wagen und kommt auf die Gegenspur. Das Ergebnis überhöhter Geschwindigkeit und zu geringem Sicherheitsabstand. Kümmere du dich um das Warndreieck. Ganz gut. Sichern Sie den Unfallort und verschaffen Sie sich einen Gesamtüberblick. Stellen Sie das Warndreieck in genügend großem Abstand auf. Finden Sie heraus, wo Ihre Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Kommen Sie zurecht? Ja, ich glaube schon. Veranlassen Sie andere zur Mithilfe. Was ist los? Kommen Sie, helfen Sie mir! Fahr du zurück! Hier, drei davon wahrscheinlich schwer und es brennt vorne! Hilfe. Ja! Retten Sie Unfallopfer bei akuter Gefahr, zum Beispiel Brand oder Bewusstlosigkeit, aus dem Fahrzeug und bringen Sie sie aus dem unmittelbaren Gefahrenkreis. Hier reichen circa 10 Meter. Ich kriege keine Luft. Holen Sie auch unter Schock stehende Personen sofort aus dem Wagen. Beeilen Sie sich, der Wagen brennt, die Frau hier vorne. Unter Schock stehende Personen bedürfen einer ständigen Betreuung. Lassen Sie nicht allein. Da der Motorraum brennt und Frau Hummel bewusstlos ist, gilt auch hier, schnellstmöglich aus dem Wagen und in Sicherheit bringen.
Achten Sie bei bewusstlosen Personen auf die Atmung und entfernen Sie gegebenenfalls sichtbare Fremdkörper aus dem Mund. Überstrecken Sie den Hals und prüfen Sie die Atmung. Es ist keine Atmung da. Ich beatme Sie weiter, gelöschen Sie bis an den Brand. Ich hole einen Feuerlöscher. Wenn Sie Hilfe rufen, wählen Sie die 112. Dieser Ruf ist in den meisten Telefonzellen ohne Münzeinwurf oder Karteneinschub möglich. Löschen Sie Motorbrände mit kurzen Stößen. Ich glaube, er atmet nicht mehr. Hier geht es um Leben und Tod. Da müssen weniger Verletzte zurückstecken. Bei Atemstillstand darf keine Zeit verloren werden. Prüfen Sie nochmals Puls und Atmung und beginnen Sie so schnell wie irgend möglich mit der Atemspende. Der atmet nicht mehr. Was machen wir denn jetzt? Ich beatme ihn. Pass auf, geh du an die Beine, mach eine Schocklage. Ja. Überstrecken Sie den Hals des Betroffenen, schließen Sie seinen Mund und blasen Sie Ihre Atemluft vorsichtig durch die Nase des Betroffenen. Nach zweimaliger Atemspende überprüfen Sie Atmung und Puls. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung zeigen wir Ihnen aus Gründen der Gesundheitsgefährdung bei vorhandenem Herzschlag noch einmal an unserer Puppe. Öffnen Sie die Kleidung des Betroffenen, suchen Sie den Druckpunkt durch Abtasten des Rippenbogens, bringen Sie Ihre Hände in die hier zu sehende richtige Stellung und beginnen Sie unverzüglich mit der Herzdruckmassage. Das heißt, 15-maliges rhythmisches Drücken mit dem Handballen im Wechsel mit zweimaliger Atemspende, so lange, bis wieder Eigenatmung vorhanden ist. Er hat wieder Eigenatmung. Gott sei Dank. Sie atmet wieder! Achten Sie hierbei auf die Eigenbewegung des Brustkorbes. Wenn Eigenatmung wieder vorhanden ist, bringen Sie die Verletzte in die stabile Seitenlage. Prüfen Sie aber weiterhin Bewusstsein, Atmung und Puls. Reden Sie beruhigend auf die Verletzte ein. Ist die akute Gefahr vorbei, kümmern Sie sich bitte sofort wieder um die leichter Verletzten. Gehen Sie zu Ihrer Frau. Ich helfe Ihnen. Wärmen Sie, wenn möglich, Verletzte durch Decken oder Deckenersatz, wie Jacken oder Mäntel. Beachten Sie bitte auch, dass die Schocklage, das heißt die Schräglage der Beine, eingehalten bleibt. Wenden Sie sie aber in keinem Fall bei Bewusstlosigkeit und Knochenbrüchen im Bereich der Beine und des Rumpfes an. Auch hier gilt wieder, geben Sie den eintreffenden Sanitätern und Notärzten einen Überblick über das Unfallgeschehen, die Anzahl der Verletzten und die Arten der Verletzungen. Helfen Sie, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Vermeiden Sie aber jeden Kontakt mit blutenden Wunden. Eine Brandwunde sollte mit einer sterilen Wundauflage überdeckt werden. Befestigen Sie diese im Bereich der unverletzten Haut. Wenden Sie grundsätzlich keine Hausmittel an. Der Arzt muss alle Verletzungen unverändert sehen, um sie beurteilen zu können. Hier kam es für zwei der Unfallopfer im wahrsten Sinne des Wortes auf jede Sekunde an. Nur die ebenso beherzte wie gekonnte Hilfe bei der Beatmung und der Herzdruckmassage hat den Opfern eine Überlebenschance ermöglicht. Auch die Versorgung der Brandwunde und die Reaktion auf die Atemnot der Verletzten war vorbildlich. Daher wollen wir uns das richtige Verhalten noch einmal in der Übersicht bewusst machen. Auch dieses Mal gilt, zuerst muss die Unfallstelle abgesichert werden. Das heißt, Warnblinkanlage einschalten und Warndreieck in vorgeschriebener Entfernung aufstellen. Dann verschaffen Sie sich so schnell es geht einen Überblick und entscheiden Sie, wo Ihre Hilfe am meisten gebraucht wird. Retten Sie zunächst Personen aus akuter Notsituation. Veranlassen Sie weitere Personen zur Mithilfe. Bei Atemstillstand ist jede Sekunde kostbar. Beginnen Sie sofort mit der Atemspende. Achten Sie aber darauf, ob Fremdkörper den Atemfluss behindern. Verschließen Sie den Mund des Betroffenen durch Hochschieben der Unterlippe gegen die Oberlippe und blasen Sie Ihre Atemluft vorsichtig durch die durch Ihren Mund fest umschlossene Nase ein. Überprüfen Sie nach zweimaliger Atemspende den Puls an der Halsschlagader. Achten Sie darauf, ob sich der Brustkorb bewegt. Bei Kreislaufstillstand leiten Sie gegebenenfalls sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung ein. Das heißt, 15-malige Herzmassage im Wechsel mit zweimaliger Atemspende.
setzen Sie diese Maßnahme konsequent fort, so lange bis der Rettungsdienst den Verletzten übernimmt. Wenn Atmung und Puls vorhanden sind, bringen Sie die verletzte Person in die stabile Seitenlage, bei Schockzustand in die Schocklage. Akute Brandverletzungen können Sie mit sauberem Wasser kühlen. Das lindert den Schmerz. Aber bitte wenden Sie keine sogenannten Hausmittel an und säubern Sie die Wunde nicht. Der später eintreffende Arzt muss die Wunde beurteilen können. Bedecken Sie die Wunde mit einer sterilen Wundauflage. Bewahren Sie die Sterilität. In jedem Fahrzeug muss ein Verbandkasten sein. Doch damit allein ist es nicht getan. Im Notfall kommt es häufig auf Sekunden an. Deshalb bewahren Sie ihn an einer leicht zugänglichen Stelle im Fahrzeug auf und machen Sie sich mit dem Inhalt des Verbandkasten vertraut, damit nicht wertvolle Zeit mit Suchen verloren geht. Zum Schluss möchten wir uns für Ihr Interesse bedanken. Sie haben nun gesehen, wie wichtig Erste Hilfe ist und wie Sie richtig helfen können. Allerdings kann diese Kassette keinen Erste-Hilfe-Kurs ersetzen, sondern Sie nur ermuntern, Ihre Kenntnisse wieder aufzufrischen. Alle Rettungsorganisationen bieten diese Kurse kostenlos oder gegen geringe Gebühr an. Nutzen Sie diese Möglichkeiten. Ein Menschenleben kann eines Tages davon abhängen.